Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Dafür danke ich Ihnen wirklich außerordentlich. In meiner Rede gerade habe ich darauf hingewiesen, dass bereits 2011 die gleichen Fragen, die von Frau Höchst jetzt als Kleine Anfrage eingereicht wurden, sowohl in der Taz wie in der Frankfurter Allgemeinen wie auch in der Zeit gestellt wurden. Was meinen Sie, warum Sie das gemacht haben? Aus rechter Hetze? Was konstruieren Sie da, lieber Kollege? Das ist Hetze, was Sie tun. Die Frau hat jetzt Morddrohungen bekommen. Schämen Sie sich was? Schämen Sie sich wirklich, in diesem Hohen Hause eine derartige Hetze zu betreiben? Danke. Also, wissen Sie, wer sich hier schämen muss, das ist so eindeutig die Frage. Es erinnert mich ein bisschen die Kleine Anfrage an meine Zeit als Grundschullehrer. Das sind so kleine Kinder, da gibt es das in der Pädagogik, nennt man das Grenzen austesten. Und ich glaube, das haben Sie auf eine ganz perfide Art und Weise getan. Sie haben etwas angestoßen, zu provozieren und zu schauen, wie dieses Hohe Haus darauf reagiert. Das ist die Wahrheit und von daher hören Sie bitte damit auf.